So, meine Freunde, wir sind zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Brotherhood, Freunde. Ja, im letzten Part hatten wir wieder Leonardo Spaß minus 10.000 vom, ja, wie soll ich sagen, vom Missionsgrad her. Meiner Ansicht nach, wir mussten durch eine Kanalisation unentdeckt kommen, sozusagen, und ja. Das Fahrzeug, wie soll ich sagen, stehlen, wie auch schon davor, und dann schrotten. In diesem Fall war es jetzt mal ein Boot, also ein verbessertes, ein Kanu mit Schussvorrichtung, mussten sicher 12 Masten niedermähen, bevor wir durchgekommen sind. Und ja, in dieser Runde machen wir jetzt mal den letzten Aufseher platt, den Templer-Aufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit einer Pistole töten, mal schauen, ob das uns wenigstens heute gelingt, mal was Gescheites zu erledigen. Nö, was macht ihr? Oh Mann. Immerhin bin ich drauf geblieben, das heißt, die sind nicht einfach mal erschienen. So. Tralala, bald erntet ihr, was ihr Böses habt gesät. Tralala. Wie macht man das jetzt am besten? So. Noch eins, kenne ich euch nicht irgend. Nein, kennst du nicht. Ist okay. So, wartet mal. Man muss doch irgendwie ziehen können. So. So. Mal schauen. Ja, kommt durch. Haha. Ha. Na, wer will? Ah, das geht nur mit der Klinge bei dem. So. Hast du's mal? Ist okay. Warte mal. Nochmal zum Verständnis. Okay, dann machen wir es jetzt mal ernst. Ja, tja. Scheiße, ne? Tja. Was machst jetzt du noch? Geh weg. Nicht mal sowas kriegen wir locker flockig hin. Naja, egal. Machen wir zumindest jetzt mal das, wofür wir hier gewesen sind. Ich kann nicht mal eine Knarre abdrücken, Mann. Was ist das gewesen, ne? Man schießt die doch so ab, oder nicht? Einen anvisieren, wenn ich mal einen hätte. Komm, leck mich doch. Einen anvisieren und dann mit R2 oder mit Viereck zielen und draufschießen. Eins von beiden wird sein, Und der so, nö. Warum auch? Fängt wieder mal ganz cool an. Die Scheißmission. Ich kümmere mich da lieber jetzt mal um meine Assassinen. Die sind wenigstens zuverlässig. Ja, super. Nice. Du hast jetzt deine Stufe 7 erreicht. Nicht mehr lange, dann bist du Ultimate. Oder dann seid ihr Ultimate. Sehr nice. Wieder einen Aufträge schicken. Konstantinopel.
Ja gut, könnt ihr das schaffen, meine Damen und Herren? Die zwei Pappnasen nehme ich mal mit. Nehme einen solchen mit und so. Dann gibt's 100%. Da kann man jetzt irgendwie zwei Sechser reinhauen oder... Nö, wartet mal, nö. Da hauen wir einfach einen Siebener rein, so. In Köln. Hier hauen wir auch etwa... Na, schade. Die beiden können wir reinhauen. Aber... Was? Man braucht wirklich alle drei, okay. Dann machen wir das. Supi. Dann viel Spaß, meine kleinen Freunde. Wo ist denn jetzt Leonardos Maschine abgeblieben? Ja gut. Machen wir doch. Aber da wir schon gerade hier in der Nähe sind. Gehen wir natürlich zuerst zu Leonardo selbst. Denn ich glaube, wir können jetzt noch eine Waffe mehr machen oder so. Oder vielleicht einen Beutel mehr mit mehr Gift oder ja, keine Ahnung. Mal schauen, was er uns denn so gibt. Aber es sieht mir so aus, als ob wir noch nach oben müssten. Und wie geht das am schnellsten? Ist nicht gerade cool sowas, meine Damen und Herren. Aber scheißegal. Was macht man nicht alles, um Upgrades zu bekommen? Außerdem sind wir ja wieder schnell unten. Oh ja, unsere Bank glänzt wieder. Neues Modell, mal wieder. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. So muss das. Können wir da noch mal drauf oder nö? Ja, jetzt heißt es einfach hier runter und ab zur Mission. Heilige Mutter Maria, war geil. Nö, warum zur Mission? Wir müssen zur Leonardo-Zeichen oder zum Leonardo-Zeichen. Nicht wieder in die Stadt. Nein, nein. Sonst kommt das nicht ganz so gut, wie ich das gerne möchte. Mein Konto ist schon fast voll mit 60.000. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, abzuheben. Wird mir wohl wieder ein paar Tausender verloren gehen, aber egal. Kann ich verkraften mit 187.000 Florin. Allerdings würde ich mich mal dafür interessieren, wo wir hier langkommen. Interesting. Ja, du standst dort, wo ich landen wollte. Das hat mein Zorn auf dich gezogen. Aber ey, egal. Wir haben jetzt hier eine weitere coole Maschine machen dürfen.
Panzerwagen Monte Cicerco. Jo. Das wird eine kleine Stealth-Mission. Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden, im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Tja, wegen diesem vollen Synchronisationsscheiß bin ich mal fast einen Tag dran gesessen, um das hinzubekommen. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Kann man wieder reden oder ist das immer noch nicht erlaubt? Ey, ich bring den mal vorzugsweise um. Hier hinten. Jetzt bringe ich den hier vorne um. Nö, das geht gar nicht. Sonst werde ich entdeckt. Aber das geht. So. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Und das beim ersten Durchrun. Also, ich weiß noch, wie ich ganz zu Anfang mal irgendwie 10 Versuche gebraucht habe, nur um hier in dieses Heu reinzukommen. Hallali. Das war mir noch Zeit, ne? Jetzt müssen wir nämlich hinten durch. Denn uns läuft die Zeit davon. Und, naja. Wir müssen hier einmal drumrum rennen, damit wir sie überhaupt sehen können. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen in einer Zelle. Die helfen euch. Wen? Wisst ihr, warum sollten die uns eigentlich helfen? Aber okay, können wir mal so annehmen. Können wir hier hoch? Dankeschön. Wo gehen die lang, die Leute hier? Wir müssen einfach nach oben. Und zuerst mal die Pläne klauen oder verbrennen, sag ich mal so. Ah, nö, das ist fail. Das ist sehr fail. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein, ich bin entdeckt. Das war ja auch wieder mal logisch. Ah, gut, jetzt kommt dieser Wahnsinn dran. Unentdeckt dort rüber kommen, ohne einmal entdeckt zu werden. Naja. Kann passieren, ne? So, normal. Das war ja eigentlich gar nicht mal so doof, hier rüber zu gehen. Obwohl dort einer steht. Ja, klar, und dann passiert mir sowas. Seit wann kann der nicht mehr auf sowas rennen? Das ist so lächerlich. Ich nehme mal die von den Dächern. Nein! Mann! Ja, halt die Fresse, du kannst gar nichts gegen mich ausrichten eigentlich. Ja, was soll ich denn nicht? Ich bin nicht der, der auf Gift zurückgreift gerne. Klar, das ist ein gutes Feature, ein geiler Bonus. Aber ich finde, wenn man es nicht mit den normalen Sachen machen kann,
die auch Alter ihr zur Verfügung gestanden sind, dann ist man es einfach auch nicht würdig, das Spiel durchzukriegen. Ja, machst du mal. Hallo? Bist du Banane? Der bewegt sich jetzt keinen Millimeter mehr, oder was? Was bist denn du für ein kleiner Wichskopf? Wichsknödel? Heilige Mutter Maria, ey. Hier runter, hier rüber. Und dann sind wir dort. Mann, 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 Mann. Endlich neuer Checkpoint. Aber wisst ihr was, weil ich jetzt schon so viel gemacht habe, in diesem Sinne, werde ich heute jetzt trotzdem mal einen kürzeren Part reinhauen. 16 Minuten, scheißegal. Wir sind hier angekommen bei den Plänen. Jetzt kommen nur noch die Befreiungsaktionen. Und natürlich das Fahren mit dem Gefährt. Dafür hänge ich am nächsten Part Christina hinten dran. Das verspreche ich euch. Von daher bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Assassin's Creed Brotherhood. Tiddle.